Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Böhm Hörakustik. Wir sind hier auf der EuH, Europäische Kongress für Hörakustik. Und wir sind gerade auf dem Stand von Videx, von der Firma Videx. Guten Tag, Herr Leutle. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Wofür steht die Marke Videx? Wofür steht die Marke Videx? Das ist eine gute Frage. Ich hole mal kurz ein bisschen aus dazu. Die Marke Videx steht für natürliches Hören, für den besten Klang und natürlich auch für Sprachverstehen, wie jedes Hörsystem. Aber was uns bei Videx seit über 60 Jahren, seit der Gründung von Videx angreift, ist, dass wir den Zugang zur kompletten Hörwelt, zu allen Klängen, so mühelos wie möglich machen wollen, sodass der Hörgeräteträger am Ende des Tages einfach vergessen kann, dass er eine Hörminderung hat, dass er ein Hörsystem am Ohr hat und einfach genauso wie der Normalhörende am Leben teilhaben kann. Das ist das, wo in zwei, drei Sätzen ich sagen würde, dafür steht Videx. Okay, ja super. Jetzt hier auf dem Stand, was habt ihr für dieses Jahr für uns mitgebracht? Was gibt es für Neuheiten oder für interessante Themen, die ihr jetzt hier präsentiert? Ja, also wir verfolgen unsere Philosophie konsequent weiter. Das heißt, wir haben basierend auf unserer aktuellen Moment Shear Plattform weiterhin den Bereich Zubehör noch ergänzt, sodass wir jetzt auch einen Sound Connect haben. Das ist ein Bluetooth-Dongle, wo ich an jedem PC, an jedem Rechner direkt eine Bluetooth-Verbindung herstellen kann zu den Hörsystemen. Auch hier wirklich eine Plug-and-Play-Lösung. Ich muss kein technisches Verständnis haben, ich muss nichts koppeln, sodass ich einfach schnell und einfach auch hier Zugang zu einem Teams-Meeting habe oder einem Zoom-Meeting, wenn ich eben im Homeoffice bin. Und das andere ist, wir haben in unserem Esrig RD, was ja das kleinste Akku-Ex-Hörergerät ist, jetzt neu einen HP-Hörer, sodass wir die maximale Anpassflexibilität haben mit immer ausreichend Verstärkung. Hat eine WHO-4-Zulassung, sodass wir wirklich auch hochgradig Schwerhörige versorgen können. Und das Ganze in einer Bauform, die 40% kleiner ist als unser Vorgänger-HP-Hörer. Also wirklich auch so, dass ich maximale Power in schönstem Design ans Ohr bringen kann. Und Design ist auch etwas, was uns bei Videx antreibt. Das muss natürlich funktionell sein, einfach sein, aber schön aussehen dabei einfach. Also das klingt sehr interessant. Herr Leutle, herzlichen Dank. Sehr gerne. Wenn Sie mehr Informationen wollen, Sie können gerne auch bei uns auf der Webseite vorbeischauen, www.böhmhörakustik.de oder unter www.videx-hörgeräte.de oder da. Und da können Sie dann weitere Informationen holen.